Die Grünen-Politiker Katharina Schulze und Cem Özdemir wurden bei einer Rede im Rahmen ihres Wahlkampfauftrittes im bayerischen Chieming massiv angegangen. Die Redner sprachen vor insgesamt 2500 Menschen, von denen ein Teil laut gebuht sowie gepfiffen hatte. Laut Medienberichten musste die Polizei eingreifen und eine Kette zwischen Podium und Publikum bilden. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk äußerte sich Schulze zu den Protesten. Ich habe ja schon öfter im Bierzelt gesprochen, aber so eine Stimmung und vor allem auch so einen massiven Polizeischutz habe ich noch nie erlebt. Stefan Reichelt, der Bürgermeister von Chieming, vermutet hinter dem Vorfall eine geplante Aktion von ortsfremden grünen Gegnern. Die meisten Störer kannte ich nicht, die waren mir gestern auch neu, das sind keine Gemeindebürger, erklärte er gegenüber dem BR. Laut einem Bericht der Rundfunkanstalt hatte es vor dem Wahlkampfauftritt der Grünen-Politiker Aufrufe im Internet für eine Störung gegeben.